Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, was bei Wilfredo Pareto für das Volk gilt, gilt auch für die Armee. Eine Armee, die weder Ideal noch Mythos hat, vegetiert dahin und wird bald verschwinden. Der aktuelle Bericht der Wehrbeauftragten offenbart ein umfassendes Unverständnis für alles Militärische und Soldatische. Doch das war nicht immer so. Im Wehrbericht von 1961 schrieb der Wehrbeauftragte Helmut Heyer, Ritterkreuzträger und CDU-Mitglied, und hier müssen Sie selbst entscheiden, was Sie schlimmer finden, die Bundeswehr ist ein Organismus, der in Wesen und Geschichte seines Volkes eingebettet ist. Und eben diese Einbettung in Tradition fehlt. Während ich noch als Wehrdienstleistender das Westerwaldlied beim Marsch singen durfte, gibt es seit 2018 kein ministeriell genehmigtes Liedgut mehr. Die Bundeswehr geriert sich als ordinärer Arbeitgeber. Doch sie ist eben kein Wirtschaftsunternehmen und kein normales Unternehmen. Sie stellen selbst fest, Soldaten müssen wissen, wofür sie kämpfen. Doch der soldatische Einsatz, die Bereitschaft, sein Leben zu geben, erschöpft sich nicht in abstrakten Verfassungswerten wie Freiheit, Demokratie, Toleranz und Menschenwürde. Soldat wird man, weil man in letzter Konsequenz bereit ist, für Volk und Heimat zu sterben. Und das kommt Ihnen an keiner Stelle im Bericht über die Lippen. Im Gegenteil, während Sie den ukrainischen Soldaten zu Recht Tapferkeit im Kampf für ihr Vaterland attestieren, gestehen Sie unseren Soldaten lediglich zu, für US-Stellvertreterkriege und Globo Homo ins Gefecht zu ziehen. Sie haben recht, Frau Högel, unsere Soldaten haben kein freundliches Desinteresse wie in der Vergangenheit verdient. Sie verdienen aber auch nicht ihr geheucheltes Interesse im Zuge des Ukraine-Krieges. Unsere Kameraden haben Lob und Anerkennung für ihren Opfergeist verdient. Sie verdienen das Recht auf Tradition statt eines Transbeauftragten. Sie verdienen ein Recht auf Kameradschaft und Chorgeist statt Kampf gegen Rechts. Sie sind eben keine universalistische Hilfstruppe, sondern sie verdienen es, das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Vielen Dank.